Hallo und willkommen zu unserem Schreib dein Berufsmerk. Ich gehöre zum Coach-Team des Bürgerverleihclubs. Mein Name ist Eva-Maria Nielsen. Ich bin auch StoryGrid-Lektorin und deswegen werde ich heute ein wenig über die verschiedenen Arten von Liebesgeschichten mit dir reden. Liebesgeschichten machen einen großen Teil des Buchmarkts aus, aber sie sind auch sehr verschrien, weil die Spannbreite von Liebesgeschichten geht von kitschig bis zu sentimental bis zu hoher Literatur. Da ist alles dabei, etwas für jeden Geschmack. Und das ist gut, weil wir Menschen sind unterschiedlich. Warum lieben wir Liebesgeschichten? Ich glaube, manchmal ist es eine Flucht aus dem Alltag, aber manchmal ist es auch einfach dieser Wunsch, eine romantische Liebesgeschichte zu erleben, ohne selber diese Höhen und Tiefen, die Liebe mit sich bringt, auch zu erleben. Also sozusagen vom sicheren Sofa aus. Liebesgeschichten, sagt Sean Coyne, der Begründer des StoryGrid, das ist eine bestimmte Art, Geschichten zu analysieren und aus dieser Analyse ganz viel für das Schreiben der eigenen Geschichte zu lernen. Der sagt, eine Liebesgeschichte, die definiert sich so, und zwar dreht es sich um Romantik. Klar, es geht um Liebe. Da muss Romantik rein, da müssen Gefühle rein. Mit der Möglichkeit zu einer sexuellen Intimität. Und auch sexuelle Intimität solltest du breit fassen. Das kann sein von dem Kuss am Ende der Geschichte, wo die Sonne untergeht, wenn es ganz kitschig werden soll. Oder aber auch, dass man eben noch intimer wird. Ja, und dann gibt es innerhalb von der Gattung oder dem Genre des Liebesromans auch verschiedene Arten von Geschichten, die wir erzählen. Und diese fünf Arten, die will ich dir heute mal nahebringen, damit du erstmal überlegen kannst, wo willst du dich denn ansiedeln, wenn du so eine Liebesgeschichte schreiben möchtest. Ja, die erste, die ist Obsession. Die zweite, Liebeswerden. Die dritte, verbotene Liebe, die vierte Erotik und dann auch noch, ja, Ehe. Ich werde jetzt alle fünfmal vorstellen für dich. Obsession, das ist eine Liebesgeschichte, die davon handelt, dass ein Partner oder vielleicht auch der andere mit Haut und Haar einem anderen Menschen verfallen sind. So sehr, dass diese Liebe oft zur Gefahr für den einen von ihnen wird. Klassischer ist die zweite Version von Liebesgeschichten, nämlich das Liebeswerben. Das hat schon, da hört man das schon, ne? Das, was wir gerne lesen, nämlich dass zwei sich finden. So ein bisschen Hollywood-mäßig. Also es geht darum, um zwei Menschen, egal welche Geschlechter sie haben, zwei Menschen, die sich entweder schon am Anfang füreinander ja, interessieren und hingezogen fühlen, und am Ende dann auch finden. Oder nur der eine ist von dem anderen fasziniert und möchte ihn für sich gewinnen. Und am Ende kommen sie meistens zusammen. Bei diesen Liebeswerben-Geschichten geht es vor allen Dingen darum, dass auch ein Partner dann wirklich aktiv wird. Meistens einer von den beiden, der für die Liebe oder für diese Intimität, die er sich wünscht, diese Beziehung, kämpft, braucht einen sehr aktiven, eine sehr aktive Hauptperson, ja. Das ist ganz wichtig. Das Vorbild für diese Liebesgeschichten, das ist Jane Austen. Wenn du vielleicht Klassiker mal gesehen hast im Fernsehen oder auch gerne liest, Jane Austen mit Stolz und Vorurteil. Denn während diese zwei sich finden oder suchen, und unterwegs ganz viele Auf und Abs für ihre Liebe erproben müssen, überwinden müssen, Hindernisse überwinden müssen. Da verändern sie sich auch als Personen. Und bei Jane Austen ist das sehr, sehr deutlich, dass sie sich moralisch auch verändern und ihre Weltsicht verändert sich. Denn Darcy hat sehr viele Vorurteile, was eben die Menschen auf dem Land angeht. Aber das hat Elisabeth auch. Die hat auch Vorurteile, was Darcy und den Hochadel angeht. Und im Laufe der Geschichte verändern sie beide ihre Vorurteile
und dann kann die Liebe siegen. Mehr will ich zu der Geschichte nicht erzählen, wenn du sie nicht kennst. Das ist so das Grundmuster für eine gute Liebesgeschichte. Dann lies sie und lass dich davon inspirieren. Zweite, das ist die dritte, das ist die Ehe. Und zwar haben sich da schon mal zwei gefunden. Man geht mal davon aus, dass sie aus Liebe geheiratet haben und nicht aus anderen Motiven. Sie sind schon in einer Beziehung, aber diese Beziehung ist in einer Krise. Da ist ein Vertrauensbruch gewesen. Sie sind auseinandergewachsen. Und jetzt muss dieses Vertrauen und diese Intimität wiedergewonnen werden, wieder etabliert werden. Das ist ein anderer Handlungsstrang, den kann man auch sehr gut wählen. Vorbild ist hier zum Beispiel der Film Kramer gegen Kramer mit Meryl Streep. Guck auf Netflix oder irgendwo, du kannst ihn bestimmt finden und da dann dich auch inspirieren lassen. Das nächste ist die verbotene Liebe. Die verbotene Liebe, tja, das ist sehr breit gefasst. Das in den Klassikern ist das zum Beispiel bei Leo Tolstoi, Anna Karenina oder auch in unserem Breiten dann eben von Fontane, Effi Briest. Die verbotene Liebe in der gehobenen Literatur endet immer nicht im Hollywood-Stil, im guten Ende, sondern sie endet eigentlich unglücklich, weil die zwei sich nicht finden. Das hat auch mit der Zeit zu tun, denn damals war Literatur noch der Spiegel der moralischen Überzeugungen der Gesellschaft. Das ist heute nicht mehr so. Heute sieht man das viel freier, aber immer noch müssen Menschen ja sich zu ihren Werten und zu ihren Träumen verhalten und auch zu ihren Gefühlen, ihren Begierden. Bei der verbotenen Liebe kann es sein, dass das eine verbotene Liebe ist, weil die Gesellschaft bestimmte Normen und Regeln hat, wo die Liebe eben, ja, die fällt, wo sie hinfällt, ne? Die schert sich nicht um gesellschaftliche Normen und Regeln. Das wäre typisch sowas wie Romeo und Julia, also zwei Familien, die verfeindet sind, reich und alt, man hat keinen Partner aus einer anderen Schicht oder einer anderen gesellschaftlichen Klasse. Es kann aber auch sein, dass es um religiöse Fragen geht oder weltanschauliche Fragen, dass man da denkt, man kann nicht zusammenkommen. Oder auch Rassenfragen sind sehr beliebt da. Die Liebe fällt also dahin, wo die Gesellschaft das nicht akzeptiert. Können auch sexuelle Ausrichtungen von Menschen sein. Also selbst wenn die meisten heute nicht mehr Probleme damit haben, wenn jemand eine homosexuelle Beziehung eingeht, so wird es aber doch oft in der Gesellschaft doch nicht so akzeptiert, wie man sich das wünscht, wenn man selber einer von den Betroffenen ist. Und auch das ist der Stoff für eine richtig gute Geschichte. Also, es kommt das Verlangen und sie suchen sich. Sie versuchen, die Gegensätze, die Gesellschaft, die Hürden, die die Gesellschaft ihnen in den Weg legt, zu überwinden. Leider gehen auch diese Geschichten, zumindest gingen sie früher, oft negativ aus. Das heißt, die Leben finden sich nicht, die Liebe siegt nicht. Heute kann sie schon siegen, aber es gibt auch Leser, die gerade das leben, dass es nicht so einfach ist. Also überleg dir vor, in welche Richtung du deine Geschichte schreiben willst. Und dann gibt es noch die letzte, die Erotik, also ein erotischer Roman, wo es um das sexuelle Begehren geht, um die sexuelle Reise einer Person, die sich aber auch innerhalb dieser Reise verändert durch die Erfahrungen, die sie sammelt. Und wenn du es da richtig gut machen willst, also nicht nur oberflächlich schreiben möchtest, dann geht es auch darum, dass eine Vertrautheit zwischen den Partnern liegt. Ja, das wären so die fünf verschiedenen Arten, eine Liebesgeschichte zu erzählen. Das Strickmuster ist immer das Gleiche. Aber was du daraus machst mit deiner Stimme, mit deinen Figuren, das wird eine andere Geschichte. Genauso wie ein gut gestrickter Pullover ganz von der Wolle abhängt und von den Farben, die du willst. Ich wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß bei deiner Liebesgeschichte und vielleicht sehen wir uns nächste Woche wieder, das hoffe ich. Oder auch im Butterfly Club. Alles Liebe dir. Tschüss.